Auch hier gilt natürlich, um das Verhalten der Funktion am Rand der Definitionsmenge zu bestimmen, brauche ich erstmal den Rand der Definitionsmenge. Also meine Definitionsmenge. Ich nehme das Argument vom ln, also x plus 3, und setze das Argument größer 0. Nach x auflösen ist billig. Ich bringe die 3 rüber und habe x größer als minus 3. Das ist meine Definitionsmenge. Ich könnte sie nochmal ordentlich aufschreiben. Ich schreibe sie nochmal ordentlich auf. So, machen wir weg. Meine Definitionsmenge ist also das Intervall von minus 3 bis plus unendlich. Minus 3 selber gilt nicht, also mache ich eine runde Klammer oder eine eckige nach außen. Und unendlich gilt per Definition nie. So, das kann ich jetzt rot unterstreichen, das ist meine Definitionsmenge. Das heißt, ich lasse jetzt einmal in der Funktion x gegen minus 3 laufen und einmal x gegen unendlich laufen und schaue, was passiert. Wenn x gegen minus 3 läuft, macht meine Funktion folgendes. Ja, wenn x gegen minus 3 läuft, dann geht halt x gegen minus 3. Das Argument, also die Klammer, minus 3 plus 3 geht natürlich gegen 0 und ln von 0 geht gegen minus unendlich. Also geht meine gesamte Funktion gegen minus 3 mal minus unendlich gibt plus unendlich. Das heißt, meine ganze Funktion läuft nach plus unendlich. Und wenn x gegen unendlich geht, dann läuft meine Funktion h von x gegen, naja, x läuft gegen unendlich. Die Klammer, unendlich plus 3 ist natürlich unendlich und ln von unendlich ist unendlich. Ich habe also wieder einen sehr einfachen Fall, unendlich mal unendlich, das Ganze geht gegen unendlich. Bedeutet also in der Skizze wieder, hier irgendwo ist minus 3 und ich weiß, die Funktion, je näher ich an minus 3 rangehe, gehen die y-Werte immer mehr nach unendlich, das heißt irgendwo hier hoch. Und wenn x nach rechts geht, also nach plus unendlich, gehen meine y-Werte wieder hoch nach plus unendlich. Also wird die Funktion eben hier irgend sowas machen. Hier kommt sie runter, ich weiß nicht, wie weit runter, ich weiß nicht, bleibt sie über der x-Achse, geht sie unter der x-Achse, da müsste ich noch mehr rumrechnen. Und auf jeden Fall geht sie dann irgendwann wieder hoch. Es wird in der Tat so sein, dass sie hier unter die x-Achse geht und dann wieder hochkommt. Aber eben, das kriegt man nur mit einer Funktionsanalyse raus.